Hallo alle zusammen, Testbericht oder Review zum Canon 50mm RF 1.8 Objektiv. Hier ist das gute Stück, denn ich hatte euch gefragt über Instagram, ob ihr nach dem Sony 50er zu dem Video auch das Canon mal sehen wollt. Und da kam von sehr vielen von euch die Meinung, ja bitte unbedingt, möchte ich unbedingt nochmal von dir hören, wie du das findest. Und hier ist also das Review und ich würde sagen, viel Spaß. Fangen wir direkt an mit Verarbeitung und Haptik. Ich mache das Objektiv mal hier von der Kamera ab. Und ich zeige dir, wie das Ganze ausgeliefert zu dir nach Hause kommst, wenn du es dir kaufst. Und dann ist das Ganze so groß. Also ich würde sagen, sogar etwas kleiner als ein Apfel, vom Packmaß her. Deutlich leichter als ein Apfel. 160 Gramm wiegt das Ganze. Hat Offenblende 1.8, wie gesagt. Die kleinste Blende ist Blende 22. Das heißt, du kannst deutlich abblenden, wenn du das brauchst, wenn es notwendig ist. Und du hast hier eine komplette aus Kunststoff gefertigte Haptik. Also hier ist nichts aus Metall, außer das Bajonett hinten dran. Das Bajonett, das ist aus Metall, finde ich auch gut, weil das Ganze einfach so ein bisschen mehr Stabilität bringt. Aber du hast keine Gummilippe, das heißt, gegen äußere Umwelteinflüsse ist das Ganze nicht geschützt. Wasser oder Staub, ne, sowas, Dunst, Nebel, das könnte eindringen, nur dass du das weißt. Und das Objektiv fokussiert nach außen, das heißt, durch die fehlende Infokussierung ist die Wahrscheinlichkeit auch höher gegeben, dass hier eventuell Staub oder Spritzwasser hier eindringen könnte. Der Filterdurchmesser sind 43 mm, das ist jetzt nicht furchtbar viel und könnte problematisch sein, wenn du Filter zum Fotografieren benutzt, denn die Step-Up-Ringe, um einen größeren Filter draufzubringen, die gibt es meistens nur bis um die 58 mm Breite. Dann müsstest du mal gucken, wenn du jetzt einen Filter hast, der größer ist, ob du hier einen Step-Up-Ring dafür bekommst oder du kaufst eben passend für dieses Objektiv mit den 43 mm, genau, hier steht es auch noch, dann einfach den dementsprechenden Filter und hast dann den du brauchst. Gut, ich mache das Ganze nochmal an die Kamera ran, damit du siehst, wie groß das Ganze ist und wie das wirkt. Zum Vergleich nochmal das Sony. Das Sony ist, jetzt liegt hier gleich mein Telefon unten, das Sony ist etwas größer und das Canon ist aber etwas breiter, finde ich. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Die RF-Mount-Anschlüsse sind generell breiter als die von Sony. Sony hat mit dem FE-Anschluss eher einen kleineren Anschluss. Und Canon hat einen etwas größeren, dementsprechend sind die Objektive auch ein bisschen größer, ein bisschen voluminöser. Aber das wirkt deswegen nicht irgendwie riesig oder groß, sondern ich muss sagen, es wirkt immer noch sehr kompakt und sehr klein und ich würde es, denke ich, jederzeit mit in die Tasche mitstecken oder in die Jackentasche, passt fast überall mit rein. Gut, soviel zur Verarbeitung und zur Haptik. Wie sieht es denn mit dem Autofokus aus? Ich würde sagen, ich schalte die Kamera einfach mal ein und zeige euch wieder, wie das Objektiv fokussiert. Und ihr hört das Objektiv auf jeden Fall arbeiten. Und der Autofokus ist sehr gut, der ist sehr treffsicher, aber er ist laut und hörbar. Das ist in der Landschaftsfotografie egal. In der Landschaftsfotografie wirst du in der Regel mit dir selbst draußen sein oder es ist egal, welche Geräusche draußen sind. Wenn du aber Filmer bist, dann kann das ein Thema sein. Also entweder entkoppelst du den Ton mit einer Funkstrecke oder bist so weit weg, dass du sowieso den Ton entkoppeln musst, dann kann es sein, dass du es nicht mehr hörst. Aber wenn du Dialoge aufnimmst oder wenn du Szenen filmst, wo es sehr leise ist, dann wirst du den Fokusmotor wahrscheinlich hören. Und dann denke ich, wäre das Objektiv eher weniger geeignet. Gut, du kannst manuell fokussieren, das geht. Aber mit diesem sehr schmalen Fokusring wäre ich jetzt nicht unbedingt als Filmer so happy, weil das mit den Fingern und selbst wenn du das irgendwie maschinell löst, ist das ein bisschen schwierig. Also zum Filmen eher nein von meiner Seite, aber das ist jetzt so meine Meinung. Ich würde es eher zum Filmen gar nicht einsetzen. Da würde ich wahrscheinlich eher das teurere, leider viel teurere, bessere 50mm 1.2 von Canon einsetzen. Aber das ist dir überlassen, wenn du der Meinung bist, das stört dich nicht in dem Video oder du kannst das gut entkoppeln oder rausrechnen, dann ist es ja auch okay. Aber dass ich es gesagt habe, der Autofokus ist wirklich sehr gut, sehr präzise, aber eben hörbar und ja, so ein bisschen der Trade-off, wenn du damit filmen möchtest. Dafür kostet das Objektiv gar nicht viel. Es liegt gerade beim Neupreis, glaube ich, bei knapp über 200 Euro. Das heißt, gebraucht wirst du das Ganze deutlich für unter 200 Euro bekommen können. Und wenn du mal einen Schnapper bei eBay machst und hast das für, weiß ich nicht, 180 Euro, 170 Euro, ist das ein totaler No-Brainer für mich, weil du das Objektiv aufgrund der Größe wirklich fast immer mitnehmen kannst. Es passt überall noch mit in die Tasche rein. Und einfach das 50er mit dabei zu haben für Lowlight-Geschichten oder um mal doch ein Portrait machen zu können, wenn du eben
weitwinklig fotografierst und hast eben mal sowas noch als leichtes Tele dabei, ist es auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Also da kann es auf jeden Fall schon mal dafür empfehlen. Wie sieht es mit der Bildqualität aus und der Bildschärfe? Denn Blende 1.8 ist in der Regel nicht so super scharf, je nachdem was du machst. Aber ich muss sagen, im Bildzentrum ist das Objektiv knackerscharf. Blende 1.8 ist wirklich tiptop scharf, da gibt es gar nichts zu meckern. Am Bildrand ist es natürlich deutlich unschärfer. Auch normal bei einer Blende von 1.8 und bei so einem günstigen Objektiv. Das ist völlig normal und liegt auch hier in der Natur der Sache. Aber die Vignette ist natürlich auch da, das musst du wissen. Wenn du Vignetten zum Porträtieren stilvoll einsetzt, dann kann das auf jeden Fall das Mittel sein, was passt. Da musst du es nicht mehr rauskorrigieren. Aber wenn du abblendest auf Blende 2.8, Blende 4 oder Blende 8, dann ist die Vignette quasi fast schon ganz weg. Du kannst es über das Lightroom rauskorrigieren, das geht natürlich auch über das Profil von dem Objektiv. Aber Blende 1.8, da hast du schon eine sehr stark ausgeprägte Vignette, also wirklich sehr stark ausgeprägt. Und wenn du Landschaften fotografierst und dir ist es wichtig, bis zum Rand hin die Schärfe von dem Bild zu haben, oder wenn du eine Mauer fotografierst, sage ich mal, irgendwelche Wände von Häusern und bis auf Blende 1.8, dann wirst du bis zum Rand deutliche Unschärfe haben. So, das musst du einfach wissen. Dann blendest du ab, dann müsste das gehen, aber du wirst mit Blende 4 auch gerade so arbeiten können, finde ich. Also Blende 2.8 ist immer noch deutlich unschärfer am Rand, zumindest bei dem Modell, was ich hier habe. Bei dir kann das anders sein, aber ich denke, du wirst abblenden müssen, wenn du das Objektiv über die komplette Bandbreite in dem Bild scharf haben möchtest mit dem, was du fotografierst. Ja, also ich würde sagen, es ist leicht, es ist immer noch klein für einen 50mm, es ist sehr günstig, es macht wirklich sehr scharfe, knackscharfe Fotos, der Autofokus ist wie gesagt auch tipptopp und du kannst zur Not in Lowlight-Performance-Geschichten, also Blende 1.8 benutzen und wenn du draußen zu fotografieren unterwegs bist und hast ein Stativ dabei, dann kann man ja auch abblenden und etwas länger belichten und dann hast du deutlich mehr Schärfe im Bild. Also alles in allem ein, für mich zumindest, sehr gutes Objektiv. Canon ist ja nicht mehr so berühmt dafür, bezahlbare Objektive zu bauen und zu verkaufen. Und diese Reihe hier, die 50er, wo das 16er dazugehört und so ein 85er und 24er auch, muss ich wirklich sagen, sind durchaus gute Objektive. Sie sind, also das 50er ist ja wirklich sehr, sehr billig, sehr günstig, aber durchaus gut verbaut. Sie bringen eine gute Bildschärfe, also eine sehr, sehr gute Bildschärfe für mich zumindest. Und ich würde sagen, das ist ein absoluter No-Brainer, wenn du der Meinung bist, du brauchst mal noch so ein 50er irgendwie in deinem Line-Up oder du hast angefangen mit Fotografieren, dann kann ich auch nur empfehlen, kauf dir eher nicht das Kit-Objektiv mit dazu, sondern kauf dir eher das 50mm oder so ein 35er. Das gibt es ja auch mit dem Blendenwert 1.8, genau in dieser Bauweise. Und das ist deutlich besser, weil du abblenden kannst, weil du freistellen kannst, weil du in Lowlight besser fotografieren kannst. Und es ist vor allen Dingen auch viel kleiner und kompakter als die Kit-Objektive, als die Kit-Linsen. Ja, so viel von mir, das Ganze. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe dir gesagt, ich finde das Objektiv nach wie vor richtig gut geeignet als Allrounder und mich würde interessieren, für was du 50mm einsetzt. Also bist du auch der Meinung, das Ganze nutzt man eher für Porträts oder das nutzt man eher in der Landschaftsfotografie oder vielleicht Produktfotografie? Schreib mir das gern hier in die Kommentare unter dieses Video. Es würde mich sehr interessieren, wofür ihr das Objektiv einsetzt bzw. wo ihr es einsetzen würdet, wenn ihr es hättet. Und mich würde interessieren, ob ihr dieses Objektiv vielleicht schon habt, sogar für den RF-Mount. Dann schreibt mir das gerne hier in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen. Dann hoffe ich, dass das Video sehr informativ war. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr der Meinung seid, das Video war richtig gut, hat mir Spaß gemacht, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr der Meinung seid, es war zu lang, das Video für so 50mm von Canon, dann auch einen Daumen nach unten. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt mir gerne ein Abonnement hier auf dem Kanal, dann verpasst ihr kein neues Video mehr und unterstützt meine Arbeit hier auf YouTube. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.